So, da sind wir wieder. Der Postmann war gerade da. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Hi da daus. Anne kann ja schon mal anmelden. Ich pack so lange aus. Jetzt geht das bestimmt total schnell. Ja. Mal gucken, was er mir gebracht hat, der Postmann. Oh, das schiebt sich ja aber tatsächlich da sehr gefährlich weiter. Muss ich irgendwas anderes hinschieben? Was schiebt sich weiter? Ich hatte da die Kaffeetasse hingestellt, damit das Fenster nicht so weit aufgeht. Das Dungeon ist bereit. Oh. Oh, das ist ja langweilig. Ist eine Hose. Du musst jetzt aber auch dann anziehen. Also dann wird es auch gleichzeitig ein Haul. Hier ist eine iPhone 6 Hülle, weil ich die Woche mein neues Handy kriege. Und ja, du holst dir dann schon mal Hüllen, obwohl das Handy noch gar nicht hast. Und hier eine Jeans in total langweilig. Warum holst du die über Amazon? Weil die da günstig sind. Ach so. Ach. Naja. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Nee. In the Caverns of Time. Das ist doch schön. Ich mag die Instanz. Echt? Mhm. Ich finde das so blöd, weil man dann auch so viel hin und her rennen muss. Ich hatte ja gehofft, dass es meine TNG-Bettwäsche ist. Die müsste heute auch kommen. Macht man das hier nicht so mit hier so eine Kiste doch. Und dann das hier? Ja. Land eine Illusion, aber irgendwie funktioniert das nicht. Du musst, da sind 5 Kisten, die muss man irgendwie aktivieren. Und 2 sind schon. Du hast einen Disruptor bekommen, den musst du aktivieren an den Kisten. Ja, aber dann war die wohl schon gemacht. Ach so. Ja, ich habe mir ganz tolle Next Generation Bettwäsche mit Picard drauf bestellt. Ist er so auf dem Kissen, dass du daneben ihm liegen kannst? So? Dass er so einen Kussmund zu mir macht, meinst du? Nee, aber das, den drehe ich mir so, ob er will oder nicht. Also hier hinten ist noch irgendwo eine. Oh, okay, ihr habt alle. Vor allem, die reden doch da gleich auch eine halbe Ewigkeit. Ja, stimmt allerdings. Nee, guck mal, das ist jetzt eine ganz normale Jeans. Und wenn ich die im Laden kaufe, zahle ich 60, 70 Flocken. Und da habe ich jetzt 49 bezahlt. Das ist eine bestimmte Marke? Ja, nö, eigentlich ist mir die Marke da egal. Es ist in dem Fall eine Wrangler wieder. Aber mir wäre das auch egal. Kann auch Aldi sein. Quest beenden. Annehmen. Ah, stimmt. Das Ding. Dass man das auch bis heute nicht skippen kann, ne? Da kommt die Jaina und der Arthas. Ich kann ja mal gucken. Unter Uta. Ich habe nämlich gestern meine letzte Baggy weggeworfen. Die ist rain ready, steht hier drauf. Schau. Rain ready. Das heißt, die färbt nicht? Nee, die hält Wasser weg. Und vor allen Dingen ist hier so ein Schirm drauf mit den Tropfen und das sieht aus wie das Cover vom letzten Horizon-Album. Ja. Aber 100 Pro. Ja, echt cool. That's the spirit. Yes. Ach. Es gibt jetzt auch in London einen Drop-Dead-Laden. Da bin ich richtig neidisch drauf. Wenn ich das nächste Mal in London bin, fahre ich da ja wohl sowas von hin. Ja. Machen coole Sachen. Ich kenne Drop-Dead nur so ein bisschen. Also es ist recht, recht hipster, das muss man schon sagen. Schade. Aber auch viele gute Sachen bei und halt so, Entschuldigung, irgendwie juckt meine Nase. Halt auch so lange, schlanke Schnitte, was bei mir halt immer, die ich gut tragen kann. Das kommt bei mir ja nicht so in Frage. So, fehlt nur noch das Telefon, ne? Aber ich kann ja schon mal so tun. Hi. Ach, ich freue mich. Endlich wieder was Neues zum Spielen. Dann kann ich mein Tablet eigentlich auch wegschmeißen.
Du meinst das hier von der Arbeit? Dann nehme ich das. Ja. Meinetwegen. Und nächstes Mal, wenn wir hier sind, dann lesen wir die Personen in verteilten Rollen. Ah, okay. Ich lese Jaina, ja. Du Uta und Sepp liest Arthas. Okay. Dann bringen wir noch so ein bisschen Lore und Entertainment, Infotainment ja. zusammen. Schade, wir werden hier kein nächstes Mal sein, aber das nächste Mal, wenn wir auf Menschen treffen. Oder? Warum Menschen? Warum reduzierst du das auf die? Weil ich ein Rassist bin. Ach so, na dann. Wolltest du darauf hinaus? Nee, das war nur meine Frage. Muss man noch mit denen talken oder geht das jetzt hier los? Ich glaube, das geht los. Das geht los da rein. Was geht los da rein? Oh, könnten wir ja gleich HC und einen Timebron machen, kriegen wir einen bronzenen Drachen. Bronzen, aber den hat doch vermutlich jeder ja, schon. Ja, aber einfach nur, weil wir es können. Oh, jetzt kommt er hier aber nochmal angestiefelt. Ich habe Schmerzen im rechten Unterarm. Herzinfarkt. Ist das dann rechts? Ich dachte links. Nee, links. Aber mein Körper hat Links-Rechts-Schwäche. Werden vielleicht auch. Ärgerlich. Naja, dann sterbe ich jetzt wohl. Beim Zocken, das ist doch schön. Mhm. Ich hol Knurps mal wieder raus, den ich ja Ante genannt habe. Macht er auch lustige Geräusche eigentlich? So Arthas, komm, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Time is money, friend. Ich wollte gerade sagen, der ist ganz schön groß, aber ich bin ja ohne Zwergin. Ha, ha. Oh, guck ihn dir an, ey. Kloppt er so ein kaltblütiger Bastard. Echt? Nur weil die anders sind. Stimmt, wählt er auch die AfD. Der Prinz. Nee, er müsste ja AFA. Alternative für Azeroth. Ja. Die fallen ja zum Glück auch um, wenn man die schief anhustet nur. Mhm. So, können wir jetzt schon los oder müssen wir noch warten, bis die fertig sind? Wir werden die Woche übrigens... Oh, ich habe eine Katze getötet. Was hast du gemacht? Eine Katze getötet. Oh, man darf die Folge nicht Paula gucken, dann ist sie wieder sauer. Was wollte ich sagen? Wir werden diese Woche noch streamen irgendwann, Anne und ich. Wir werden aber das spontan morgens entscheiden, wann, weil wir können das jetzt nicht so voraussagen, wegen viel Arbeit. Und aber nur. Ach, guck mal, hier ist gleich die erste Welle. Ah, nice. Also bei der Post liegt noch ein Paket mit Katzenstreu, Katzenfutter und... Das ist vielleicht ja spannender zum Unboxen. Ja. Dann müsste ich den Sepp jetzt losschicken. Du kannst es ja auch nachher abholen und morgen hier mit hinbringen wieder. Ja, meinst du, weil das so leicht ist? So, wo geht's denn jetzt hin? Na, da wo der Pfeil ist. Nee, der Pfeil ist schon seit Anfang an da. Ach so, dann ist die zweite Welle, glaube ich, hier. Warte mal, ich bin mir nicht sicher. Aber eigentlich wird es doch mit so einer kleinen weißen Fahne gezeigt. Ja. Vielleicht genau in die andere Richtung. Ich weiß das auch nicht mehr. Nee, hier nicht. Weil das, was angezeigt wird mit dem Pfeil, ist halt die letzte Quest dann, ja. Ja. Okay, gucken wir mal da hinten. Ich kann aber meine Minimap auch nicht weiter rauszoomen, als dass ich das dann sehen könnte. Ich glaube, hier hinten geht's weiter. Oh. Da vorne, ganz da hinten. Ist halt auch schon derbe lange her, ne? Ja. An die kommt man ja doch eher untypischerweise rein. Ja.
Welle 3 schon gleich da. Spielt das eigentlich eine Rolle oder könnte man rein theoretisch auch warten, bis alle da sind und dann macht man die so? Nee, ich glaube, die spawnen hintereinander. Ach so. Dieser Jochen, der sollte mal aufhören zu rauchen. Wie ist das eigentlich so für dich, mit einem der besten Heiler der Welt zu spielen? Wie Butter. Siehst du? Es geht einfach so runter. Man muss nichts tun. Der Jäger wollte wohl lieber Schamane sein, ha? Warum? Weil der sieht sehr schamanisch aus, mit den Schultern, dem Kopf, der Robe. Ach so, ja, jetzt sehe ich es auch. Da hat der ZPC-Sound angehabt. Guckt da schon wieder Video und arbeitet nicht? Das ist für die Arbeit. Was machst du denn? Ach so, ich dachte, das soll anmachen. Ach, die schreibst du? Ach so, das wolltest du machen. Ne, dann mach du. Sorry, ich habe das irgendwie ganz falsch verstanden. Ich, für jemanden Arbeit wegnehmen, muss man sich, glaube ich, nicht entschuldigen. Okay. Doch, Sepp, bitte entschuldige dich. Ich kann dir das verzeihen. Sonst lass Anne die doch schneiden. Du schreibst sie, Anne schneidet sie. Ja, wir können ja mal gucken, wenn er da jetzt eh das macht und ich hier ja noch am Zocken bin, weil ich es muss. Wir können ja gucken, wie weiterkommt. Ja. Ich habe gestern wieder... Weil ich glaube tatsächlich, dass Sepp besser schreiben kann als ich. Ich habe gestern wieder Battlefield installiert. Ja, erzähl doch mehr, wenn du jetzt schon davon anfängst. Ja, aber sowas... Wolltest du nicht eine Koks-Geschichte erzählen aus deiner Werber High-Life-Zeit? Nee, das hat gar nichts mit der Zeit zu tun tatsächlich, sondern ich war mal auf einem Umzug von einem fernen Verwandten, Bekannten, nicht Verwandt. Ja. Und da kamen Leute, die ich nicht kannte und die haben sich vorher halt erstmal was reingebrezelt, beziehungsweise einer von ihnen. Und der war so unerträglich, der Typ. Der hat halt gedacht, er kann das alles alleine tragen. Alter Schwede. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Warum kann ein Mensch denn so unangenehm sein? Und nein, ich halte mich nicht oft den Leuten, bei Leuten auf die Drogen. Nämlich war selbst etwas überrascht. Ja, das war schon das. Das war, er dachte, er kann Schränke alleine tragen und alles und war super anstrengend und unangenehm. Und das ist halt dieses Mörder-Egozentrische. Ich bin der Geilste. Das war schon alles, was ich dazu erzählen wollte. Weil mir das eben eingefallen ist und weil ich im Nachhinein extrem über den Typen lachen musste. Was für eine arme Wurst der doch ist. Ist aber auch gefühlt schon 10 Jahre her. Dann erzähl doch weiter von Battlefield, das du installiert hast. Ich habe Battlefield 4 und 3 wieder installiert, weil ich Mörder gehalten habe. Du kannst ja nur eins zur Zeit spielen. Ja, aber die sind halt beide gut. Also Battlefield 4 ist mittlerweile auch richtig gut in meinen Augen. Die hatten ja lange, lange Probleme mit dem Netcode. Na, aber das ist ja dann auch nett, wenn das Spiel nett wird, wenn der nächste angekündigt wird. Nee, das ist schon länger her, seitdem sie das im Griff haben. Also das haben sie... Sagen wir mal, nach Release, so die ersten Monate, die waren ein bisschen schwierig manchmal, weil Lags waren und der Netcode halt nicht cool war, aber das haben sie dann recht schnell eigentlich, meiner Meinung nach, schnell gefixt. Und Battlefield 3, also eigentlich Bad Company, Vietnam ist mein Lieblingsteil. Weil es irgendwie, ja, ich meine, es sind alles Kriegsspiele und man muss das natürlich alles differenzieren und natürlich ist Krieg blöd, aber irgendwie war es halt cool.
mit dem Heli durch die Gegend zu fliegen, zur dreckiger Rolling Stones Mucke und Amis abzuknallen. Das war irgendwie lässig. Oder halt. Welcher Landsmann warst du denn? Asiaten abzuknallen. Ja, weil Bad Company Vietnam warst du entweder halt Asiate, Vietnamesen oder Amis. Ach so. Und da gab es dann halt so nette Waffen wie Flammenwerfer, Sniper sowieso. Also es gab halt so ein paar Waffen aus der Zeit. Mhm. So, und Battlefield 3 war dann ja schon in der Gegenwart, sage ich mal. Also recht normal alles mit Sondereinsatzkommandos und bla bla. War auch toll, tolle Maps, tolles Taktikgefühl. Und jetzt haben sie ja am Freitag, das habe ich nämlich gemacht, als mein Besuch da war. Nein, das habe ich verpasst. Ich wollte den Release nämlich schauen auf Twitch und hatte das verpasst. Da haben sie Battlefield 5, in Klammern nennen sie es 1, angekündigt und das spielt halt im Zweiten Weltkrieg. Und nein, ich bin wirklich kein Fanatiker von Krieg, aber ich spiele unglaublich gerne Shooter, wo ich, wo Waffen mechanisch sind, wo ich nicht... Ich denke halt auch, es ist dann ja ein klassischerer Shooter, als wenn du diesen ganzen modernen Schnickschnack mit bei hast, ne? Genau, ja. Und das freut mich tierisch, weil... Kann man jetzt durchlaufen? Wir haben alle Wellen. Ich glaube, hinten ins Haus. Mhm. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ist gut. Weil das zeigt, dass DICE kein Arsch ist. So, DICE ist halt der Hersteller, der Entwickler. Und mich freut es enorm, dass sie in dem Teil gerade zum jetzigen Zeitpunkt mal auf die Community dann doch gehört haben. Die haben sich alle wieder einen Weltkriegsshooter gewünscht. Und nicht jetzt einfach ein Battlefield 5 auch wieder in der Gegenwart nur mit neuen Waffen oder so gemacht haben, sondern halt, ja, das sah halt alles sehr lässig aus, was ich im Trailer gesehen habe. Und ich freue mich enorm drauf, weil ich echt mal wieder Bock habe. Klar habe ich das mit Battlefield 4, aber ich habe Bock auf einen neuen Taktik-Shooter. Und es wird wieder 4 Klassen geben, es wird coole Fahrzeuge geben, ich freue mich darauf. Bei Hardline war ich tatsächlich so, weiß ich nicht, was das wird. Und ist ja auch hier Visceral Games gewesen, die unter anderem Dead Space gemacht haben und so. Und da dachte ich, ja, okay, vielleicht wird es, die haben es ja eigentlich drauf. Mhm. Aber Hardline war so Grütze. Also thematisch, spieltechnisch, es war einfach eine Mülltonne. Und das hat EA auch schnell geschnallt. Den Akku aufladen. Naja, und jetzt freue ich mich. Ich freue mich, dass mal wieder ein Shooter kommt, auf den ich Bock habe. Weil man hat ja jetzt mitbekommen, das nächste Call of Duty wird auch wieder nur Grütze. Und Call of Duty war eh nicht so mein Ding, weil es mir oft zu schnell war. Ich mag es halt eher langsamer und taktisch, beziehungsweise mehr aufbauend. Ja, ich freue mich. Es wird cool. Vielleicht streame ich das dann auch. Aber es ist ja noch Zeit bis Oktober. Ja, aber es geht dann auch wieder ganz schnell. Ja. Gerade, weil zwischendurch ja auch WoW kommt. Ja. Schon August. Aber Ende August? Kommen die sich dann in die Quere? Ja, und das macht ja nichts. Und Battlefield kannst du halt immer so mal zwischendurch. Und am Anfang suchtest du das halt 1-2 Wochen und dann machst du es halt gelegentlich immer mal wieder an. Und guckst dir die neuen Karten an oder sowas oder was auch immer da kommt. Ich hoffe halt, was EA halt immer drauf hat, wie auch alle anderen großen Publisher mittlerweile, außer Blizzard, muss man an der Stelle sagen, dass sie das jetzt nicht wieder so derbe mikrotransaktionieren. Also hier, kauf den Skin da, kauf den Skin das und hol dir das. Also das werden sie machen, aber ich hoffe, dass sie sich ein bisschen im Zügel halten. So, es nervt EA, es nervt Ubisoft. Egal wer, es nervt einfach. Immer dieses, boah, bestell jetzt vor und krieg das und das Paket und alter Schwede, ey, geht mir doch nicht auf den Sack. Ich meine, ich kann das verstehen, dass ihr das aus monetären Gründen so macht, aber naja. Ich glaube jedenfalls, dass EA sich in den letzten Tagen so gut gefühlt hat, wie lange nicht mehr. was das Empfinden der Community gegenüber angeht, weil EA ja auch schon sehr viel Hass einsteckt seit Jahren. Klar, die Leute kaufen die Spiele dann trotzdem und der große Teil der Leute, die die Spiele kaufen, befinden sich gar nicht so auf diesen Plattformen, sondern es sind halt nur die Nerds wie wir, die dann cryen, sage ich mal.
Aber ich fand es ganz cool. Ich fand es ganz cool, dass die Rollen mal vertauscht sind, dass die Leute mal checken, okay, Call of Duty, Activision wird nie eine Pause machen. Da wird trotzdem nächstes Jahr der nächste Teil kommen. Einfach, weil es sie für sie sich lohnt. Aber dass halt jetzt auch mal so ein auch mal was dagegen kam. So. Und dass die Leute mal gesagt haben, so, nee, noch so ein Future-Ding. Sorry, Call of Duty, kein Turn drauf. Mhm. Und wenn man sich reinzieht, das hatte ich ja irgendwie dann heute Morgen auch erzählt, dass es unter den 20 meist gedisliked Videos auf YouTube ist, der neue Call of Duty Trailer. Und es ist viel Kram auf YouTube, nicht gut. Ja. Dann ist das halt schon eine Ansage. Könnten Sie denn jetzt rein theoretisch, ich weiß, ich kenne mich mit Spieleproduktion nicht so aus, könnte man rein theoretisch jetzt noch zurückrudern und sagen, okay, darauf hat keiner Lust, wir machen noch anders? Oder ist dann ein Spiel schon zu weit? Also im Prinzip, ich weiß nicht, wie weit die Entwicklung ist. Man sieht ja jetzt auch schon wieder, dass sie schon wieder Animationen aus alten Teilen genommen haben. Das macht Activision ja ganz gerne, beziehungsweise der Entwickler. Was ich ziemlich dreist finde, dass sie halt 1:1 Animationen aus anderen Teilen nehmen. Das hast du aber tatsächlich auch bei BioWare, wenn du dir die bei SWTOR und Dragon Age 2 zum Teil, wie die Leute in Roben stehen und so hin und her gehen, das ist auch wirklich komplett gleich. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich nicht mal verwerflich, weil das irgendwelche Engine-Sachen sind. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht aus. Also selbst wenn das Spiel nur die, sage ich mal, ein Viertel der Leute kaufen, von denen, die es sonst kaufen, hat es sich wahrscheinlich für sie gelohnt. Und deshalb werden sie nicht zurückrufen, rudern. Das ist so, als wenn man sagen würde, WoW ist nicht mehr erfolgreich. Ja. Und WoW ist erfolgreich. Da müssen eigentlich nur 500.000 Leute im Monat noch Abo sein und dann ist es immer noch rentiertes. Rentabel, ja. Ich meine, guck dir EVE Online ein, da sind vielleicht 200.000 Abonnenten und wie lange gibt es, gut, die Firma ist jetzt vielleicht nur ein Drittel so groß, wenn überhaupt, vielleicht ein Viertel wie Blizzard, aber immerhin sind das auch so 100 Leute, die sie bezahlen müssen. Okay, vielleicht nur ein Sechstel so groß wie Blizzard. Ja, ihr freut euch auf Pokémon Go, ich freue mich auf Battlefield. Ja, Sepp und ich freuen uns sehr auf Pokémon Go. Ja. Oh, gleich sind wir 80. Oh, verklickt. Wieder verklickt. Oh, Akku leer. Lars hat heute frei, es ist sehr ruhig. Ja, morgen, ne? Hat er auch frei. Hat er denn wirklich frei? Ich glaube ja. Also er sitzt zu Hause und macht tatsächlich Maildienst, falls jemand sich melden sollte. Also falls ihr Lars eine Mail schreiben wollt, wollen wir damit sagen. Aber generell, offiziell hat er frei, weil er ja auch das ganze Wochenende durcharbeiten musste wegen Hafengeburtstag. Stimmt. Ja. Und da musste er dann von seiner Frau freinehmen. Ja. Sonst wäre die ihm aufs Dach gestiegen. Stimmt, weil er muss auf die Kinder aufpassen. Also es ist nicht wirklich frei haben. Ja, weil die das jetzt ja die ganze Zeit machen musste, ohne Pause. Und als Paar leidet man dann natürlich gemeinsam und muss mich natürlich auch mal abwechseln. Oh, war das eklig. Jochen hat sich gerade... Das war richtig so ein Ruckel hochgezogen. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich den so Revue passieren lasse, war der echt ganz schön hart. Er telefoniert auch noch gerade. Schön, na, da wird sich sein Gegenüber ja freuen. Alter, wie mir ein Bubble fehlt, ne? Aber hier kommt fehlt auch nur ganz wenig. Aber wir haben noch die Quest zum Abgeben. Chromi, Baby, komm her. Warte, ich mach erstmal Loot. Hier ist ein Schild für dich. Oh ja, der ist tatsächlich noch schöner. Und die armen Schienen.
das Ausmerzen von Stratholm. Okay. Ja, wo bleibt Chromi denn? Ach. Chromi! Chromi ist auch so ein Sympathieträger, ne? Gibt es jemanden, der die nicht mag? Ich mag die. Sepp wahrscheinlich nicht, wenn ich mir den so angucke. Doch, Sepp würde auch Chromi mögen. Wo bleibt die? Freundliche kleine Gnomen. Arthas haut schon mal ab. Hä? Da kommt sie. Alter, lass dir halt Zeit, junge Dame. Auch beim Landen. Ja gut, sie ist offiziell ein Drache, aber ich würde sagen... Offiziell ein Drache oder offiziell ein Drachen? Keine Ahnung. Wie konjugiert man das richtig? Das weiß ich nicht. Benny! Level 18! Was? Ich bin kein Level Up! Lalala, du Noob! Habe ich schon irgendwas ausgezogen? Also wenn ich so gucke, nein. Wo ich weniger EP bekomme als du? Hose, Schultern, Rücken, Brust, warte. Kopf. Brust, Kopf, Schultern, Rücken. Ja, du hast alles an. Und Hose. Du weißt, eure Stärke habe ich nicht abgegeben. Ich ja. Ach, deswegen. Ist ja. Das noch? Ja, ja, ne? Ich weiß es nicht. Schau doch mal. Ich glaube, der ist gestern ausgelaufen. Kann das sein? Ausgelaufen? Nee, der müsste ja gestern erst angefangen haben, oder ach, nicht? Du hast so recht. Du bist so schlau. Nee, tatsächlich nicht. Und oh Gott, heute ist letzter Tag der Kinderwoche. Oh mein Gott, wo kriege ich so ein Kind her? Oh ja, das wäre so schön. Das würde ich jetzt auch gerne machen. Gut, wir sagen erstmal Tschüss. Tschüss.